So, dann gucken wir uns noch mal den Lieferumfang vom Chromecast. Obwohl, davor zeige ich euch erstmal, was sich alles auf der Verpackung befindet. Auf der Vorderseite Chromecast, ganz einfach Videos und Musik aus dem Internet auf dem Fernseher erleben. Das mit dem Ablesen üben wir noch mal. Hier nichts. Hier Schrift und Zahlen. Hier. Anschließen. Verbinden. Erleben. Und hier noch Werbung für die unterstützten Systeme: Google Play Store, Google Chrome, YouTube. Und übertragen Sie Videos, Musik und mehr aus dem Internet auf Ihren Fernseher ganz einfach mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop. Entdecken Sie weitere Apps unter chromecast.com/apps. So, hier blau, hier mit so einem schönen Klebestreifen. Habe ich gerade eine Schere in der Nähe? Nee, habe ich nicht. Muss ich das gerade ganz kurz abbinden. Da, genau das war das, was ich nämlich eigentlich nicht wollte. Weil die Verpackung mir jetzt ziemlich gut gefällt. Na, scheiße. Naja, egal. So. Scharf stellen. So. Und dann schauen wir doch mal. Hier ist nichts mehr. Hier Chromecast. Und im Inneren befindet sich, wer hätte es gedacht, der Chromecast. Den legen wir auch mal gerade beiseite. Und hier drunter befindet sich. Oh, jetzt habe ich jetzt Mikro gepudelt, Entschuldigung. Hier drunter befindet sich ein Netzteil mit USB-Anschluss, den ich auch brauchen werde, weil mein Fernseher keinen USB-Anschluss hat. Geschweige denn einen Internetanschluss, was der Grund ist, weshalb ich mir dieses Gerät gekauft habe. Dann hier noch ein Moment. Ja, auf jeden Fall hier noch so ein abknickbares HDMI-Kabel, falls sich der HDMI-Anschluss hinter dem Fernseher in der Nähe einer Wand oder sowas befindet. So, dann schauen wir mal hier. Erste Schritte: an den Fernseher und Strom anschließen. TV-Gerät, TV-Eingang wechseln und einrichten unter chromecast.com/setup. Und ich würde mal sagen, das machen wir als nächstes. Schließen wir das gute Ding an und richten wir es ein. Angeschlossen habe ich ihn inzwischen. Das habe ich euch jetzt, zeige ich euch aber wahrscheinlich nicht. Ich habe zwar meine Kamera, also meine Actioncam um meinen Kopf gehabt, aber ich glaube, man erkennt das trotzdem nicht. Wenn ja, schneide ich das hier noch mit rein. Wenn nicht, dann leider nicht. Aber als erstes müsst ihr jetzt hier das Programm herunterladen, um den Chromecast einzurichten. So, zack, sichern wir das mal mit Downloads. So, schon abgeschlossen. Können wir das Ganze auch flott installieren. So, zack. Dann gehen wir zu Programme. Hier ist Chromecast-Programm. Natürlich wollen wir das öffnen. So, akzeptieren. Suche wird ausgeführt. Es wird Chromecast in Ihrem WLAN. Jetzt wird Chromecast blablabla in Ihrem WLAN verbunden. Die Internetverbindung wird vorübergehend deaktiviert, ist aber gleich wieder verfügbar. Weiter. Ihr Land ist zum richtigen Konfiguration von Chromecast erforderlich. Deutschland. Weiter. Fällt mir gerade noch ein. Ich würde vielleicht mal meinen Fernseher auch einschalten. Ich weiß doch nicht, ob da jetzt überhaupt irgendwas zu sehen ist. Wir werden es jetzt herausfinden. Ah, wie ihr seht, es ist sogar etwas zu sehen. So, ändern Sie den Eingang an Ihrem Fernseher, bis ein Setup-Bildschirm mit diesem Code angezeigt wird. RMATJ. Das ist mein Code.
Genau. WLAN und Passwort. Ändern wir den Moment. So, und klicken auf Weiter. Verbunden. Klicken Sie auf Weiter und Ihr Chromecast, den der uns natürlich abgeschossen hat. Jetzt dürfen wir hier ein wenig warten. Damit Ihr Chromecast immer auf dem neuesten Stand ist, ein Update wird geladen. Dies kann einige Minuten dauern. Wechseln Sie nach dem Update auf Ihrem Fernseher wieder zu diesem Eingang dieser Quelle. Ich bin so nett und warte einfach, bis das fertig ist. Wird offensichtlich nochmal neu gestartet. Der Fernseher fiebt aber schon, das ist ein wenig ätzend. So, Chrome. Und da rotiert wieder irgendwas vor sich hin. So, und jetzt haben wir hier einen der... Ah, hier. Startklar. Die neuesten Apps und weitere Infos finden Sie unter chromecast.com/learn. Okay, jetzt hat er gesagt, sollen wir hier auf Weiter klicken. Laden Sie die Cast-Erweiterung herunter und suchen Sie im Chrome-Browser nach dem Cast-Symbol. Cast-Erweiterung abrufen. Fügen Sie nur noch die Cast-Erweiterung zu Chrome hinzu. Das war's schon. Erweiterung hinzufügen. Hinzufügen. So, jetzt wird die da unten installiert. Zack. Klicken Sie auf das Symbol, um die Erweiterung zu verwenden. Okay. Also, ich gehe jetzt nochmal hier auf meinen YouTube-Kanal. So. Und dann können wir diese jetzt nutzen. Um das Bild von dem Browser in den Fernseher zu machen. Ah, oder? Ja, aber ich müsste ja doch den... Na egal, ich kann auch jetzt einfach mal hier das letzte Review anklicken. Na, Werbung wollen wir jetzt nicht sehen. So, und dann kann ich jetzt hier auf TV aufspielen, am Chromecast. So, wie ihr seht, blendet das jetzt hier ein. Jetzt öffnet sich auf dem Fernseher YouTube. Und... Wie ihr seht, lädt er kurz. Und dann gibt es das Video auch schon auf dem Fernseher zu sehen. Und ihr könnt jetzt auch hier einfach weiter nach irgendwelchen anderen Videos suchen. Ich weiß nicht, hier zum Beispiel... Noch ein anderes Video von mir, was hier gerade an der Seitenleiste ist. Wenn ihr das anklickt, fängt er hier auch wieder von alleine an, das auf den Bildschirm zu übertragen. Wie ihr seht, funktioniert einwandfrei. Mit MacStorm funktioniert das auch, allerdings momentan noch nicht über ein MacBook, sondern nur über eine mobile Anwendung. Also in meinem Fall mein S3 Mini, wie auch da, gut zu sehen, egal. Ja, ich
verabschiede mich, glaube ich, jetzt hier einfach mal mit einem Standbild aus diesem Video. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben, wenn ihr so freundlich wärt. Wenn nicht, könnt ihr mir nochmal bitte schreiben, was ich denn verbessern kann. Und an der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!